geben nicht einfach Summen für die Eurorettung aus oder für Griechenland oder sonst jemanden, sondern wir müssen die ganze Dimension erkennen, was zurzeit vor sich geht. Es gibt gewaltige tektonische Bewegungen weltweit und wo am Ende dieser Verschiebungsbewegungen die Gewichte verteilt sein werden zwischen Nordamerika, Europa, Ostasien, aber auch neuen Räumen wie Brasilien, Indien, Russland, Indonesien, das kann kein Mensch jetzt sagen. Aber kein Mensch wird doch glauben, dass wie etwa vor 20, 30 Jahren Deutschland alleine noch die Kraft hätte, solchen großen Wirtschaftsballungsräumen wie etwa Ostasien mit China entgegentreten zu können und sich entgegenstemmen zu können. Da brauchen wir einen großen, starken Verbund und das kann nur die Europäische Union sein und dafür brauchen wir auch, dafür brauchen wir den Euro. Das ist jetzt Mode geworden, die Banken, die Finanzmärkte, die Ratingagenturen haftbar zu machen, ihnen die Schuld in die Schuhe zu schieben an der momentanen Eurokrise. Aber in Wirklichkeit ist die momentane Schuldenkrise nur das Fieber. Und das Fieber ist ja nur eine Abwehrreaktion des Körpers gegen den eigentlichen Krankheitserreger. Die Krankheit selber ist das Haushaltsdefizit und Leistungsbilanz der Länder aus dem Lot geraten sind. Und solche Dinge zeigen uns die Märkte, zeigen uns die Banken, zeigen uns die Agenturen an. Die sind nur das Fieberthermometer. Und das Fieberthermometer zu vernichten, das ist keine Lösung, um sich gegen den Erreger zu wehren. Wir müssen lernen, die Signale der Märkte, der Agenturen, der Banken zu lesen, zu deuten und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.